What does perfect even mean? Xbox Gold und PlayStation Plus Abonnenten dürfen sich im Mai auf neue Spiele freuen, die im Rahmen des jeweiligen Abos ohne zusätzliche Kosten zum Download bereitstehen. PlayStation Plus Abonnenten dürfen sich in diesem Monat zum Beispiel auf das Couch-Koop-Spiel Overcooked und das Adventure What Remains of Edith Finch freuen. Xbox Gold Nutzer dürfen sich wiederum auf das Golfspiel Golf Club 2019, das Partyspiel Marooners sowie die Xbox 360 Klassiker Comic Jump und Earth Defense Force Insect Armageddon freuen. Abonnenten des Xbox Game Pass bekommen außerdem im Mai noch Zugriff auf Wolfenstein 2 The New Colossus, Black Desert, Wargroove, Lego Batman 2, The Surge, Tacoma, For the King und Surviving Mars. Bei den genannten Titeln sind viele unterhaltsame Spielstunden garantiert. Euren Favoriten könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren niederschreiben. Anno 1800 ist ein unfassbarer Erfolg. Bereits vor wenigen Tagen gab es eine Rekordmeldung bezüglich der digitalen Verkäufe im Epic Game Launcher. Nun bestätigt Ubisoft selber die extrem positiven Verkaufszahlen. Rechnet man alle Vertriebswege zusammen, also Retail, Uplay und den Epic Game Launcher, dann ist Anno 1800 der mit Abstand sich am schnellsten verkaufte Titel der Serie. Kein anderer Ableger konnte sich binnen so weniger Tage so oft verkaufen. Ubisoft nannte leider zwar keine eindeutigen Verkaufszahlen, Fakt ist aber, Anno 1800 ist ein großer Erfolg. Das Team hinter dem Spiel werkelt nun an zahlreichen Inhalten für das neueste Anno, die das Interesse am Spiel auch in Zukunft hochhalten sollen. 2014 kaufte Microsoft das schwedische Entwicklerstudio Mojang und sicherte sich so nicht nur Minecraft, sondern machte auch den Erfinder von Minecraft, Marcus Pearson, zu einem Milliardär und somit auch zu einem der reichsten Schweden überhaupt auf der Welt. Am 17. Mai wird Minecraft nun 10 Jahre alt und eigentlich könnte man ja denken, Microsoft schmeißt eine fette Geburtstagsparty und lädt Pearson auch ein. Daraus wird aber nichts. Also ja, es gibt diese Party, aber Microsoft wird den Entwickler nicht einladen. Ganz anders, Microsoft und auch die Entwickler von Minecraft haben sich komplett von Pearson distanziert. Grund hierfür sind die erneuten frauenfeindlichen, menschenfeindlichen und rassistischen Äußerungen seitens Pearson, der außerdem zahlreiche Verschwörungstheorien propagiert. Oder anders gesagt, Pearson ist ein Arschloch. Es gab schon damals Gerüchte, dass sich Pearson nach dem Geldsegen von ehemaligen Weggefährten abgespalten und zurückgezogen hätte. Außerdem soll er schon während seiner Zeit bei Minecraft asoziale Tendenzen gezeigt haben. Wir können dazu eigentlich nur eine Sache sagen: Geld alleine bringt dir halt im Leben nichts, wenn du einfach ein Idiot bist.